Na hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal für die Musikschüler. Heute soll es wieder weitergehen in unserem grünen Gitarrenclub. Ja, wer das Buch nicht hat, versorgt euch das. Da sind dreistimmige Songs drin, die kann man entweder alleine spielen, eine Stimme spielt man, nimmt man auf. Die nächste, man spielt es wieder ab und kann die nächste dazu spielen. Und schon spielt man zwei Stimmen. Stimmig. Wir haben ja alle ein Smartphone. Ist schon eine coole Sache heutzutage. Kann man alleine zweistimmig spielen. Oder eben noch mehr. Also, Donner, Blitz und Flügelschlag soll heute kommen. Sozusagen die Nummer 9. Ich hoffe, die Nummer 8 hat euch gefallen, wo ihr mit Band zusammen spielen konntet. Naja. Also, ich habe noch keine Information von euch bekommen, aber vielleicht hat euch ja der Bubblegum Stump gefallen. Donnerblitz und Flügelschlag, los geht es mit der ersten Stimme. Ich komme hoch und wir fangen mit dem C an. 2, 3, 4. Donnerblitz und Flügelschlag, heute ist schon Donnerstag. Freitag ist der Hausputz dran. Montag fängt die Woche an. Donnerblitz und Flügelschlag, heute ist schon Donnerstag. Ihr müsst mal schauen, mir hat mal irgendjemand gesagt, man kann auch das Video irgendwo verlangsamen, dass man auch langsam dazu spielt. Irgendwo muss es da unten gehen, hier, da ist hier so ein, bei mir so ein Zahnrad. Und da kann man, glaube ich, drauf gehen und dann wird das Ganze ein bisschen langsamer. Müsst mal sehen, ob er da zurechtkommt damit. Die zweite Stimme ist natürlich auch nicht sehr schwierig. Man muss schön zählen. Machen wir gleich, okay? Los geht's. Mit G fangen wir an. 2, 3, 4. Donnerblitz und Flügelschlag, heute ist schon Donnerstag. Freitag ist der Hausputz dran. Montag fängt die Woche an. Donnerblitz und Flügelschlag, heute ist schon Donnerstag. Ja, wer es nicht mehr genau weiß, das ist das F, ja, der Ton, der im ersten Zwischenraum von unten ist, das ist das F und das ist das E, ja, der auf der ersten Notenlinie und der im ersten Zwischenraum. E und F. Okay. Und ich bleibe gleich stehen und möchte mit euch natürlich auch die dritte Stimme spielen. Da die dritte Stimme ist natürlich immer wieder ganz schön schwierig. Man muss sich immer wieder reindenken in die Töne. Ich komme mal hoch. Ich zeige euch da oder ich zeige euch nochmal die Noten. Ja. Warte mal, seht ihr das? Ne, ihr seht das wieder nicht. Ach, das ist aber ein Käse hier. Naja, gut. Ich hoffe, ihr habt die Noten. Und zwar haben wir, das C ist ja auf der ersten Hilfslinie. Haben wir zweimal, zwei halbe Noten. Dann kommt unter der zweiten Hilfslinie, ich setze mich nochmal hin, unter der zweiten Hilfslinie ist das G. Dritter Finger hier oben, ja. Das war das C, das ist das G. Was haben wir noch für einen Ton? Ach ja, das ist das H, das ist unter der ersten Notenlinie. Ist hier oben auf der A-Seite. Jo, müssten wir eigentlich alles haben. Also wir haben im Prinzip das D, dann haben wir das C, das H und das G. Ach nee, das A haben wir auch noch. D,
Das G und das E haben wir auch. Ja, ist ja alles da. Das E ist auf der zweiten Zeile ganz hinten die letzte Note von der dritten Stimme. Also unter der dritten Hilfslinie ist das tiefe E. Jo, wir probieren es mal. Mit C fangen wir an. 1, 2, 3 und Donner, Blitz und Flügelschlag. Heute ist schon Donnerstag. Freitag ist der Hausputz dran. Montag fängt die Woche an. Donner, Blitz und Flügelschlag. Heute ist schon Donnerstag. Wenn du es heute schon spielst, heute ist Montag. Okay. Also, ich wünsche euch viel Erfolg beim Üben. Wenn ich irgendwo mal was anders machen soll auf dem Video, gebt mir unten Bescheid. Abonnieren nicht vergessen. Ich glaube, das muss hier. Ist ja egal. Genießt das Leben, macht das Beste draus. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und wenn ihr in der Welt draußen seid, euch eine gute Zeit. Tschüss.